Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ultima Underworld. Genau, der Untertitel war The Stygian Abyss oder irgendwie sowas. Wo man sich heute noch darüber lustig macht, wie unhübsch die Übersetzung ist, beziehungsweise die Aussprache in diesem lustigen Intro. Naja, ja, wir sind immer noch hier im ersten Level. Genau, Level 1. Ganz im Südwesten sind wir. Und, ja, jetzt geht's weiter. Hier ist nämlich jemand, mit dem wir reden können. Heißt, am besten nicht schießen. Wir sprechen mal mit dem Kollegen. Hallo. Ihr wollt reisen? So vielleicht. Burg Us und Bragid ist das. Hail, Stranger. What be thy business? I have not seen thee in this place before. Hallo, Fremder. Was geht ab? Ich habe dich hier noch in diesem Platz noch nie gesehen, an diesem Ort. Ja, jetzt haben wir die Auswahl. Ich untersuche nur den Abyss. Ich versuche das unschuldige Mädel zu retten. Oder ich wurde hier reingeschmissen als eine Strafe für eine Tat, die ich nicht beging. Ich würde sagen, was sagen wir denn? Gucken uns nur um. Wir müssen ja nicht alles erzählen. Sagen wir einfach. Obwohl, vielleicht ist das auch so ein. Vielleicht ist auch ein Dings. Wir können ja versuchen, mit ihr zu harmonieren. Wir sagen einfach, ja, wir wurden auch reingeschmissen. Ja, völlig zu Unrecht. Unjustly imprisoned, art thou. It is the usual story, my lad. But that is not to say, it may not be true in thy case, I suppose. Naja, die Standardgeschichte, aber es könnte ja wahr sein. Was sagt er noch? Thou needst not be ashamed of thy misfortune, lad. Thou art in the same part with all of us now. If thou art to have a chance of surviving in the abyss for long, thou must learn the lay of the land. Okay, also wenn jetzt sitzen wir alle im gleichen Boot, ja? Und vielen geht's so wie uns und wir müssen lernen, uns jetzt zurechtzufinden. Mhm, indeed. I would be eager to learn of this area. I would be able to manage by myself. Wir sind mal ein bisschen, ja, wir sind sozial unterwegs und sagen, das stimmt. Ja, wir wollen viel mehr erfahren. First off, I would suggest picking up anything thou dost find that seems of use. Also, dass wir alles einsammeln, was wir finden. Items here are scarce enough. Thou wouldst be well advised to take what you can. Also, nimm mit, was du kriegen kannst. Scavenge all you want, but stealing is ill advised. Also, nichts stellen. Most of the abyss inhabitants guard jealously the few possessions that they have. Also die meisten, die hier wohnen, werden schön aufpassen auf ihr Zeug. Battle sites are the best for scavenging. That's why I'm here. A battle took place here not long ago. Ah, hier war ein Kampf. Deswegen auch die ganzen kaputten Klamotten, Schilde, Waffen und so weiter. Und Knochen. Also hier wurde gekämpft, deswegen ist er hier. A battle between the goblins and the above worlders. Aha, die Goblins und die, wie sagt man denn, die Oberweltler. What inhabitants are there? What was the cause of this battle? Was für Leute waren das denn? The goblins control most of these upper caves. Two races there are, the green and the grey. Also es gibt grüne und graue Goblins. If they don't destroy each other, it is not for lack of trying. Be though especially careful of the grey goblins. I was recently imprisoned by them for trespassing. Ja, auf die grauen besonders aufpassen. Die sind wohl noch übler. Achso, it must have been awful. How didst thou escape? Wie bist du entkommen? Oder seid ihr entkommen? My prison cell was evidently a converted storeroom, for it had a stock of useful items, including a long pole. Using the pole, I was able to reach a button which opened the door to my cell. Ja, sie haben ihn in der Lagerhalle eingesperrt, im Lagerraum war auch ein langer Stab dabei und damit hat er sich dann, konnte die Tür öffnen. I sneaked away and returned to my people. I don't think I will venture that again. Ja, konnte sie davon schleichen und jetzt ist er wieder hier. What are the other inhabitants of the Abyss? Tell me of thy people. Erzähl mir von deinen Menschen. Von deinen Leuten. Ja, frag mal die anderen. Was sind die anderen? The humans like thee and myself have staked out a small area in which we live in relative peace. Below us are the mountain men and after that I do not know. Aha, also hier sind die Menschen in so einem kleinen Rückzugsort und unten sind die Bergmänner, wahrscheinlich Zwerge oder so, ne?
What is this enclave of humans? Wo ist diese Enklave der Menschen? Thou canst find my people by going west from the entrance to the abyss and then north. There is a small chasm to jump over, but thou dost seem to be a dexterous lad. Naja. Achso, also erst nach Westen, dann nach Norden. Und dann muss man dann über einen Abgrund, kleinen Abgrund springen, aber ich bin ja so geschickt. Und ich schaue sie jedenfalls so aus. Naja. Past the chasm is the sign of civilization everywhere throughout the abyss. The banner of. Was? Kepiros? Sepiros? Marked with an ankh, the sign of the Avatar. Ha, den Avatar, den kennen wir auch. Outside of areas marked with a banner, thou shouldst watch thyself. Aha, okay. Also, überall gibt es Zivilisationen, Zeichen von Leben. Und man soll auf die Banner achten. Watch thyself most carefully. Most creatures who do not respect Kabiros legacy are not particularly friendly. Okay, also Kabiros oder Zabiros ist gut, alle anderen sind böse. Yeah, thank thee for thy help. Danke für die Hilfe. Good luck in thy travels. Ja, vielen Dank. Wir wünschen uns viel Glück auf unseren Reisen. Gute Reise, gute Besserung. So, was ist das? Oh, Bad Roll, oder? Ein Schlafsack. You see a Bad Roll. So, und jetzt ist schon der Sack voll. Brauche ich die Axt? Eigentlich nicht, oder? Kann ich wegschmeißen. Mana ist immer noch nicht voll. Warum? Okay, eigentlich kann ich die Fackeln auch hier lassen, weil ich habe ja Lichtanzauber. Und der kostet nicht viel. Oder? Eigentlich schon. Na, für den Moment lasse ich noch, wenn ich Platz brauche, dann würde ich sagen, dann schmeiße ich sie weg. So, das hier kommt auf jeden Fall mit. Ah, wohl das hier. Dann machen wir das einfach mal zum. Ah ja, die stapeln sich. Das ist gut. Dann versuchen wir mal ein bisschen zu sortieren. So, der erste Sack ist der Futtersack. Ich nehme an, dass das Futter ist. Aber ich stühle jetzt das Zeug nicht. So, muss ich ihn leider aus dem Weg schaffen. Nehmen wir das einfach mal weg, bevor er sich schnappt, weil er ist ja auch zum Plündern mehr oder weniger. Ja, wahrscheinlich weniger, aber naja. Muss wie gesagt nicht sein. Großartig Handel und sowas, ja, gibt es, aber auch nur bedingt. Save Game failed. What? Achso. Level 1. Okay. Jetzt mal schauen. Packen wir das ganze Futter mal raus und alles in den ersten Sack. Denn ich meine, die Mana müsste sich regenerieren. Ah ja, 33 von 35. War, glaube ich, auf 32 eben. Wenn ich nicht mich verrechnet oder verzählt habe. Verzählt. How many? 2. Nimm beide. Pack sie in diesen Sack. Ich glaube, ich habe noch ein Rezept mit einem Pilz und noch einem Pilz. Gibt eine leckere Pilzsuppe oder so. Gold, ja. Man kann auch handeln mit NPCs, allerdings ist das irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, eigensinnig. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Wenn wir durch die Tür kommen. Das sieht aus wie noch mehr Kerzen, oder? Oder ist das ein Öl? Somewhat used candle. Ja, ist nicht besonders schwer, aber bringen halt auch nicht so lange was. Und wir haben, wie gesagt, eine immerwährende Energiequelle. Ja, da geht's schön bergab da. So, wir haben ja schon ein bisschen gekämpft. Also haben wir auch schon ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ja, 24. Ich schätze mal, Stufe 1 ist bei 100. So der Standard. Genau, wir das sogar springen. Aber wie gesagt, da auch wieder aufpassen. Man nimmt. Ich habe noch 16 Trefferpünktchen. Okay. Da war, glaube ich, irgendein Vieh. Genau, dieser Wurm. Rot oder Blutwurm. Rotworm. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man dem Sachen an den Kopf werfen kann. Wie schlimme Worte. Aber. Genau, der schöne Fels. Ja. Wieso tue ich das? Immer noch 16. Okay, er hat uns nicht getroffen. Ja, der greift uns jetzt logischerweise an. Ach stimmt. Oh oh, oh oh, Spinne.
Spinne nicht gut. Spinne böse. Wir... Ah, Schild. Schild. Da ist ein Schildchen. Wir wagen es einfach und springen darüber. Schnappen uns dann schnell den Schild. Und legen ihn an. Und hiermit könnten wir... Nee, greifen, aktivieren. Gut. Und jetzt kommt, das Vieh kommt. So, von dem Spinnchen. So, jetzt ist nämlich hier die Tür auf. Und da kommt gleich was angeflogen. Allerdings ist das böse, glaube ich. Die kennen wir ja schon. Moment, wir können natürlich mit Magie arbeiten. Halt doch still. Halt still, du Stück. Oh oh, vergiftet. Ich glaube, es ist immer tot, oder? Not enough room. Ich glaube, das war... Gleich war es das, oder? Daneben geschossen. Ich treffe nicht so wirklich. Oh, ein Treffer. You see nothing. Cool, so. Das müssen wir auf jeden Fall noch üben. Wir haben noch 4 Trefferpunkte. Jetzt schnell. Okay, Incantation failed. Ah, Casting. Unser Casting ist nicht hoch genug. Mhm. Tja, das war es. Wir sind leider tot. Aber wir journeyen onwards und laden einfach Level 1. Haha, es ist nie etwas passiert. Alles klar. 20 und 30, ja. Hm. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Ich muss mich darauf achten, dass es ja auch wirklich gelingt, dieser Magic Missile Zauber. Denn wenn er das nicht tut, dann gucken wir ganz schön dumm aus der Wäsche. Ja, darüber würde ich aber trotzdem gerne. Ich würde das ganze Schild gern haben. Ja, da kommt vielleicht wieder das Vieh rausgeflogen. Egal, müssen wir. Wir müssen einfach mal so krass sein. So mutig. Halt, aktivieren. Man hört das Vieh schon, oder? Ah, nee, da willst du es gerade anbeißen. 20 Punkte. Ja, diesmal sind wir besser dran. So. Jetzt haben wir der krasse Kampf. Oder nicht? Nee, jetzt ist Ruhe. Wobei, ich könnte ihn auch von hier abknallen, eigentlich. Könnte ja ein bisschen Schießübungen machen. Oder? Und Viecher umlegen gibt wahrscheinlich gute Erfahrungspunkte. Zum Beispiel auch dieses Spinnchen. Da ist er. Machen wir einfach mal, oder? Ah ja, wenn ich es auswählen kann, dann ist alles gut. Zack. Ja, sauber. Ich würde mal sagen, das war ein glatter Volltreffer. Und hopp. Komm schon. Schau mal, ob der irgendwas dabei hatte. Ich glaube nämlich, die kann man auch verwursten in Rezepten. A dead rotworm. Ja. Nanu? Und ich höre schon wieder das dumme Vieh. Ich habe den Rotworm eingepackt, wieso sehe ich hier nichts? Genau da. Können wir mal was reinschmeißen? Mehr als das kann man da reinschmeißen, ich verstehe. Ein Fisch? Ich weiß nicht, das mit dem Kochen muss ich mir nochmal angucken. Doch nicht jetzt. Huch. 21. Ah, Lebensenergie regeneriert sich also auch langsam. Das ist gut zu wissen. Aber nach diesem krassen Klassenkampf haben wir jetzt erstmal eine Speicherung verdient. Kann ich denn schon mal den vorbereiten? Oder ist er? Ah. Not enough room to release. Wie bitte? Ach nee, wir sind vergiftet. Da bist du mal tot, oder? Oder waren nicht im Kraut? Anti-Dingenskirchen? So, jetzt können wir zaubern. Komm ran. Oh nein. Das ist aber auch krass. Warum sind wir denn... Warum sind wir so abartig schlecht? Tja. Also das habe ich noch nicht so ganz raus mit dem Zielen zum Beispiel. Wann... Ich habe manchmal keinen Platz. Dann habe ich keine... nicht keine Lust, sondern dann habe ich keine... Ja, dann kann ich es nicht
Zaubern erfolgreich oder vorbereiten den Zauber. Ach komm, wir machen die erstmal wieder dicht. Das Vieh ist vielleicht ein bisschen zu krass. Oh nein, es ist schon... Hilfe! Lauft! Flieht, ihr Narren! So. So, wir... Da ist es. Ah, Treffer. Mistvieh. Wir hätten schon wieder keinen Platz. Stirb! Ja, wir haben getroffen. Ach, es flieht, oder? Mit fliehenden Viechern kennen wir uns ja aus. Mittlerweile. Na nun. Da ist es. Sauber, Leute. Haha, Mistvieh. Haben 4 Punkte Schaden genommen. Das macht aber nichts. Ja, Mana ist ein bisschen, hat so ein bisschen gelitten, aber wir haben zumindest den nächsten Kampf bestritten. 41 Zauberpunkte, richtig gut. Das heißt, wenn wir 12 haben, können wir 4 Mal schießen. Hm, ist jetzt nicht so krass. Aber vielleicht reicht es für das Spinnchen. Aber wenn das Spinnchen klettern kann, sind wir tot. Deswegen, naja. Aber es ist interessant, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich habe echt keinen Plan mehr von dem Spiel. So soll es ja eigentlich auch sein. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Man konnte doch hier rüber springen, habe ich gesehen. Aber nicht, dass sie da jetzt fetten Schaden nehmen. Moment, wo ist es? Hier ist es. Da irgendwo war der Übergang, aber wo genau? Ich möchte jetzt ehrlich gesagt ungern ins... einfach ins Dunkel springen. Und wieso habe ich schon wieder kein Licht? Fällt mir da gerade mal so auf. Ah! Dann kann ich da einfach Anlauf nehmen und drüber latschen, oder? Oder darüber rennen? Da muss ich doch nicht springen. Wir versuchen es einfach so. Wenn es nicht gelingt, landen wir unten bei der Spinne. Das ist natürlich schlecht. Aber komm, wir leben nur einmal. Und mit Anlauf schon wieder Schaden genommen, ne? Weil ich dümmlich gegen die Wand gerannt bin. Was ist denn das bitte für ein Weichei? Läuft gegen die Wand und muss sofort... Naja. Was bist du? Oh, nee, Ratte. Stirb. Her mit der Waffe. Ich hab's mir noch nicht so ganz begriffen. So, jetzt unten. Nee. Muss ich das denn auswählen? Oder anvisieren? Jetzt hole ich einfach nur über den Kopf aus. Noch kämpft das ja, glaube ich, nicht mit uns, oder? Vielleicht sind wir nicht nah genug dran, weil so klein ist so viel. Es täuscht von Optik. Hm. Ich komme so ein bisschen dumm vor, oder? Ja, Kurzschwert. Würde ich sagen, machen wir was anderes und benutzen das Kurzschwert. Kurz mal. Legen das hier ab. Okay. So. Und jetzt können wir nämlich unten auch ausholen. Ja. Der Kampf ist eröffnet. Viel Lebensenergie haben wir nicht mehr. Wenn das das vergiftet, dann wird es ganz übel. Ein Treffer. Oh oh. Okay, das war's. Nothing to get. You see better one short sword. 8 von 33. Ja, Mana hat sich noch nicht aufgefrischt, aber ich schätze mal, je mehr Mana wert, desto oder Mana mehr haben wir von der Mana. Okay, das sind die Banner. Von diesem Karibu, oder was? Was ist das? Das sind aber die Öldinger, ne? Waffe wegstecken. Schöne Musik, aber muss doch nicht sein. Was ist das? Oil Flask. Sind das Wurfwaffen? Oil Flask? Wir nehmen es mal mit, oder? Öl. Oder wird die Waffen reparieren oder so? Braucht das Öl? Oder alchemistische Zutaten? Weil mit Alchemie habe ich auch nie was gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es Alchemie im Spiel gibt. Ich glaube nicht. Wir öffnen die Türe. This door is locked. Haben wir denn den Schlüssel gefunden? Oh, was ist das hier? Ein Dietrich, der löst ja alles. Ja, jedes Schloss. Öffnen. Ah, bevor wir aufs Maul kriegen, würde ich sagen, speichern wir einfach mal. Okay. Wir haben die Fackel an, richtig, weil nicht genügend von allem anderen. Ach so, jetzt sollten wir vielleicht nichts mitgehen lassen, oder doch? Oder wie, oder was? Hier sind ein Paul. Okay, was ist das? Eine Peeling Stucco Wall. Eine Box.
Cauldron. Können wir den kochen oder was? Man sieht doch nur, was es ist. Achso, es ist wahrscheinlich ein. Naja. Die Latrine, oder wo sind wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, so ein Säckchen in Ehren können wir schon mal machen, oder? Ich würde auch sagen, wir lassen den Knüppel mal hier, weil der ist zu langsam. Oder? Excellent Cartridge. Ich könnte mal das Geld mitnehmen, alle drei Münzen. Schmeißen mal die Kohle in den Rucksack. Kann ich das eigentlich auch einschmeißen, oder? Das heißt, die zwei Plätze werde ich dann einfach mal dafür lassen. Das heißt, dann kann ich hier meine Sachen, meine Zaubersprüche benutzen und die Karte zu Rate ziehen. Okay, da sind wir gerade. Ziemlich zentral. Okay. Ja. Ist kein Diebstahl, oder? Alles gut? Alles gut, ja, sehe ich. Was ist denn da drin? Fernkampf. Dann noch können wir es ertragen. Dann nehmen wir es einfach mal mit. Wobei, lieber Schild und ein Dolch oder sowas, ne? Dass wir nicht so ganz aufgeschmissen sind. Müssen wir jetzt eigentlich alle Türen aufschließen? Die Antwort ist nein. Guten Tag. Du bist nicht aggro oder so, weil wir die Box irgendwie mitgenommen haben. You cannot talk to that. Das war ein bisschen arg. Oh, who art thou? I'm Bubuz, none of thy business. I might ask thee the same question. Ich glaube, es ist einfach mal vor, oder? Genau, wir sind Bubuz. I am Gulik, called the Blessed. Ah. Why art thou called that? Also er ist der Gesegnete. Warum wirst du so genannt? Genau, ich übersetze es einfach nur so. Seit seinen Gefängnistagen wird er The Blessed, also der Gesegnete, genannt. Weil er Glück hatte, da er. Ach ja, weil er. Bei Cockroaches. Kakerlaken schmecken ihm, deswegen. Ja. Ist er nicht verhungert. Er war niemals hungrig. Aha. Jetzt sehe ich's. Ja, ja, schon klar. Aber nice of thee, I must be going. And this place is better than a prison. Das ist eher widerlich. Ja, was sagen wir denn dann? Genau, ist dieser Platz, dieser Ort besser als ein Gefängnis? Du bist im großen stygischen Abgrund. Wo niemand Hoffnung haben darf, dass er hier jemals wieder rauskommt. Es ist schlimmer als jedes Gefängnis. Es gibt keine Hoffnung, hier Bewährung oder sowas, oder Begnadigung und kein Tod. Wie ein sauberes Hängen, ja, das stelle ich mir auch so vor. Ja, gehängt müsste man sein. Tell me more of this abyss. Was ist dieser Abgrund? Es war nicht immer so. Es gab mal einen Führer namens... Sir Kabiros, nicht Karabu. Verflucht sei sein Name. Hatte die verrückte Idee, dass man diesen Platz hier, diesen Ort kolonisieren könnte. Und dann haben sie die Zivilisation der Untererdler ja alle gemacht. Was? And it's funny, he caught up with him. Das heißt, sein Widersacher wurde das ja unter dem Erdboden gleich gemacht. Er starb und. And so escaped the punishment for scram. Ja, und ist so seiner Strafe entkommen. Diese Träume. Also werden auch unser aller Tod sein. Ja, das. Da spricht er wahre Worte. Und selbst, wie bist du hierher gekommen? Vielleicht war er nur ein Idealist. Ein Träumer. Ja, komm. Aha, und vielleicht bist du ein Idiot. Hey, guten Tag. Werden wir sehen. So, ganz schön frech. Mich hier als Trottel darzustellen. Nur weil ich mal ein bisschen Konversation mache, das merke ich mir. So ein schönes Schachbrett muss auf dem Boden. Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so in die Wände renne. Ich glaube nämlich, das ist nicht so gut, weil Wände sind gefährlich und machen Schaden. Genau. 8 von 33. Vielleicht können wir hier auf jeden Fall mal ein Nickerchen machen, dann haben wir wieder volle Werte. Schätze ich mal. Wir reden mal mit dem Kollegen. Oder ist es derselbe? Sieht alle so gleich aus. Der Hackbart. Ha!
Ein weiterer Fisch betritt das Fass. What be thy crime, son of misfortune? Ja, was mein Verbrechen ist, unglücklicher, naja, ich bin unschuldig. Ich wurde fälschlicherweise beschuldigt. Oder? It is said I kidnapped a girl. What? Ach so, ich hätte das, die Prinzessin oder das Kind gestohlen. Gekidnappt? So natürlich nicht. Ja, ich bin nichts weiter schuldig als, ja, Unglück. What does thou mean? Was meinst du? Ach so, Baron, genau. Baron Almrik ist der Typ, der böse, der sie runtergeschubst hat, beziehungsweise gesagt hat, hol meine Tochter, dann darfst du wieder raus. Das ist natürlich nur ein Trick, ne? You guys are the survivors of this interpreted injustice fugitives from the predators of the gobs. Ja. Also wir sind die Ausgestoßenen. Was sind diese? Was gobs, of whom thou doth speak? Aye, the goblins. Natürlich. Es gibt die Grünen und die Grauen. Und es sind tödliche Gegner. Sie machen unser Leben schwieriger mit ihren, ja, wenn das da ist, mit ihren Racheakten. Which cause is just? What? None can say. The conflict. Ach so. Wer ist im Recht? Kann keiner sagen. Ihre Fehde schien zu der Zeit des großen Zusammenbruchs gestartet zu haben, als die Zivilisation der Untererdler fiel. Wir wissen nur, dass ihre Anführer geschworen haben, anything, ja, auf nichts zu einigen. Okay, is there anything else, though, can tell me? Was gibt's sonst noch? Manche Goblins, ihr befolgen die Befehle nicht mehr, ihre Führer, sondern wandern durch die Gänge und suchen Beute. Sie nehmen von unseren Futtervorräten und sind eine Gefahr. With that, we were rid of them. Aha, wenn wir sie nur loswerden würden. Ich werde aufpassen, auf bald. Und er sagt nichts dazu. Naja, gut. Also, merke, Goblins, grau, gefährlich, aber beide sind, ja, so ein paar, ich sag mal, diejenigen, die, na, ihr eigenes Ding machen, vor dem müssen wir aufpassen. Quasi Raubgoblins. Wege lagernde welche. Tja. Oh, das sieht gut aus. Das riecht auch gut. Was haben wir denn da? Ist das was Feines? Flask of Port belonging to an outcast. Tag. Ach so, stimmt. You see a day-old piece of meat belonging to an outcast. Belonging to, schlechte Idee, nicht zugreifen, sonst hauen die einen nämlich kaputt. Der Mellow Outcast. Und der Mellow Orchest. Das sind nur Zwillingsbrüder. Gut, wir sprechen mal mit einem von ihnen, nicht mit dem anderen. So, another comrade is caught by the Abyss. What was thy crime, pray tell? Ja, ich bin wieder ein weiterer Kamerad, der hier runtergeschmissen wurde in den Was ist mein. Das ist meine, mein Crime, mein Verbrechen. Ich habe kein Verbrechen begangen. Oh, an instant passerby, eh? Perhaps thou art here on a tour of the Abyss? One of those census taker, a tax collector, eh? Ja, ja, die glaubt uns, glaube ich, nicht so wirklich. Ich wurde hier fälschlicherweise reingeschmissen und suche die Freiheit. Only against the will, I will believe. What's wrongfully is a different manner. Ja, gegen meinen Willen, aber ob es wirklich ungerecht war, ist eine andere Frage. Ja, bei den Kollegen muss ich hier mich nicht verstellen. Niemand glaubt an Almriks Gerechtigkeit. Jetzt, wo du hier bist, solltest du bei uns bleiben. Die Kreaturen da draußen sind viel schlimmer als irgendetwas, das Alrik uns hier antun könnte. Ja, right here near the door is safest. Trust me. Here near the door. Ja, in der Nähe der Tür ist es am sichersten. Vertrau mir. Was ist denn so schlimm da draußen? This is unbelievable. Ist unglaublich. Einmal, so sagt man, lebten alle Rassen hier unten in Harmonie. Nicht jetzt, das ist sicher. Die Goblins, ach, Gobs sind die Goblins, klar.
Die Goblins in diesem, auf dieser Stufe, auf diesem Level hier, sind ständig im Krieg miteinander und mit jedem sonst. Und weiter unten sind Dinge, von denen er nicht wagt zu sprechen. Ja, Gerüchten nach zufolge. Was? Some remnants of civilization. Also das ist noch Überbleibsel von Zivilisationen in den kolonisierten Bereichen des Abgrunds gibt, aber er hatte nie den Mut oder das Interesse, es herauszufinden. How can I find whatever civilization remains? Does thou have any advice? Hast du irgendwelchen Tipps zum Überleben? Ja, so ziemlich alle sind hier unfreundlich, also aufpassen. Ja, es ist nicht so sehr, welche Bereiche man vermeiden sollte als sondern was relativ sicher ist. Auf eine Banneraufgabe. Genau, immer nach dem komischen Banner gucken von Kabirus. Ja. Das mit dem Ankh. So eins, wie sie es haben. Das ist ein Zeichen von Zivilisation. Any people or creature thou dost find, first of all, are more likely to talk with thee than eat thee. Aha. Die Leute reden wenigstens, reden mit einem und sind eher gewillt zu reden, anstatt zu essen. Ja, apropos Angst. So thou wouldst do well to search out the other thing they represent, the shrines. Genau, die Schreine sind durch diese Angst. Und da kann ich dann, wenn ich die Erfahrung, wahrscheinlich wenn ich Level aufgestiegen bin, kann ich dort mit Mantren oder Mantras viel eher, kann ich dann Fähigkeiten verbessern. Where can I find them? Wo kann ich die finden? When thou dost see a large plain Angst standing on the ground, thou hast found a shrine to virtue. Genau, diese, wie hießen die noch im Deutschen? Diese Virtual Shrines, diese, ja, Schreine der Tugend, genau, Tugend. Wenn du virtuous, wenn du tugendhaft warst. And dedicated to increasing thy abilities, praying at a shrine with the correct mantra, genau, will allow thee to enhance thy abilities. Also genau, was ich gesagt habe, wenn ich aufgelevelt bin, Erfahrungspunkte gesammelt habe, wahrscheinlich durch nächste Stufe erreicht oder so, oder überhaupt, ich glaube, das geht sogar schon vorher, über Erfahrungspunkte eben, dann kann ich mit dem richtigen Mantra etwas lernen und meine Fähigkeiten verbessern. Ah, it is said that there's one in the southeast area of this upper caves, but I have not seen it myself. Also wie ich es mir dachte, diese Sprungpassage war eine Schreinecke. Now I must be off to use the advice thou hast given me. Jetzt muss ich los und du musst rausfinden. Ja. Dementsprechend handeln. Well, good luck in thy travels, thou art always welcome here. Ja, ich bin immer willkommen. Das finde ich doch wiederum ganz nett. Der nennt es auch nicht Idiot. Solche Leute mag ich. Wie im echten Leben. Aha, ein herzliches Willkommen dir oder euch. Hast thou decided to stay with us? Wollt ihr bleiben? I think not, but I would like any advice. Eigentlich nicht, aber was kannst du uns für Tipps geben, mir? Was willst du wissen? Hast du News of a kidnapped girl? Weißt du was von dem gekidnappten Mädel? Vielleicht dasselbe Mädel, das ich, ja, das, wie ich heute weggetragen wurde, durch die oberen Höhlen von einem Troll. Aha. Ja, das muss derjenige sein. Nun, wer auch immer sie war, sie ist nicht länger hier. Ich weiß nicht, I don't know how far the troll was planning on taking. Ich weiß nicht, wie weit der Troll sie bringen wollte, tragen wollte. Aber wenn man sich die Stärke eines Trolles ins Gedächtnis ruft, wird er nicht bald, keine Energie mehr haben, keine Ausdauer mehr haben. Dann muss sie sofort weg. I must be off immediately. Ich muss sofort los. Hold on just a minute. Wart noch eine Minute. Sicherlich ist das Mädchen in Schwierigkeiten. Aber wenn du die Wege des Abgrunds hier zuerst lernst, hast du sicherlich eine bessere Chance, sie zu retten. Und was sollte ich über den Abgrund wissen? Dasselbe, was der andere schon erzählt hat. Das ist gut. Die Schreine. Okay. Welchen Nutzen haben diese Schreine denn? Haben wir schon gelesen? Genau. Danke für die Informationen. Viel Glück auf deinen Reisen. Du bist ja immer willkommen. Oder ihr seid vielleicht? Tja,
Die Information haben wir auf jeden Fall auch bekommen. Das ist nicht schlecht. Also die Schreine im Südosten, da waren wir schon mal. Das ist auf jeden Fall was wert. Die können wir wahrscheinlich alle nicht mitnehmen, ne? Bedroll. Genau, wenn man mit denen redet, oben hat man die komischen Symbole gesehen. Wenn sie was anzubieten haben, kann man dort dann handeln. Das heißt, man legt sein eigenes Zeug rein und holt quasi, glaube ich, eins von deren Gegenständen. Ja, und dann geht es weiter. Jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Zeit ist ja schon um. Genau, hier unten war das. Das heißt, dann geht es das nächste Mal hier wieder nach unten. Oder, ja, vielleicht gönne ich mir mal ein Schläfchen. Würde sich zeigen. Auf jeden Fall zu diesem komischen Arg würde ich gerne. Oder ja, die Spinne dort müssen wir noch platt machen und dann schauen wir uns hier mal weiter um, würde ich sagen. Andererseits ist es wahrscheinlich besser, wenn ich erstmal hier bleibe. Und am Lagerfeuer einfach ein bisschen ausharre. Hier ist es ja relativ sicher, haben sie gemeint. Und ich habe nicht mehr allzu viel. Deswegen bleiben wir hier bei den Kollegen, machen hier mal ein bisschen Pause und das nächste Mal geht es hier weiter. Ja. Und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.